Wir haben bei der letzten WM leider keinen großen Preis gewonnen, ebenso wenig dieser Fernseher, denn der ist während dieser WM bei einer Außenveranstaltung durch einen Regenguss offensichtlich sehr nass geworden, ja, und ist dann kaputt gegangen. Ich werde versuchen, diesen Fernseher heute wieder hier in diesem Video zu reparieren. Ich habe ja in der Vergangenheit bereits schon mal so ein paar Videos zum Thema Wasserschäden an der Elektronik gemacht. Da hatte ich ja ein paar hochwertige HiFi-Geräte aus dem Ahrtal bekommen, die dort dem Hochwasser zum Opfer gefallen waren. Die waren also auch komplett abgesoffen, haben wohl irgendwie auch mehrere Tage im Wasser gestanden. Ja, und ich habe die dann wieder erfolgreich zum Leben erweckt. Und das Gleiche möchte ich jetzt hier auch mit diesem Fernseher versuchen. Der ist halt bei einer Außenübertragung mehr oder weniger im Regen nass geworden und das muss wohl so schlimm gewesen sein. Also die haben den dann versucht auch schnell reinzutragen, die älteren Herrschaften, und haben sie dann hingestellt und nach ein paar Minuten lief wohl schon unten hier so richtig das Wasser raus, was sich wohl irgendwie an der Gehäuserückwand dann angesammelt hat. Da war wohl so eine Decke oder so eine Abkantung drüber, wo der sonst drunter steht, und da ist das Wasser wohl so richtig reingelaufen. Und dann hat es auch irgendwie einen Kurzschluss gegeben und das Gerät ist auch direkt ausgefallen. Die haben den zwar warm gemacht, also sprich an der Heizung gestellt, mal einen Föhn rangehalten und alles Wasser hier mal ein bisschen rausgeschüttelt. Haben dann nochmal Versuch gestartet, ihn reingesteckt, und dann hat es wohl nur ein bisschen geraucht und gequalt und so komisch gezischelt. Und dann haben sie den Stecker schnell rausgezogen und haben den dann zum örtlichen TV-Händler gebracht. Der hat aber gleich abgewinkt und hat gesagt, nee, sowas kann man nicht reparieren. Und außerdem ist halt ja nur ein Medion-TV, die könnte man sowieso nicht reparieren. Ja, so war die Aussage und so ist das Gerät zu mir hier hingekommen. Was ich auch noch gesehen habe, ist hier so ein Schaden zwischen dem Gehäuse und dem Display hier, dieser Rahmen. Das ist hier oben beschädigt. Man sieht auch hier so ganz leicht im Licht, dass da auch an dem eigentlichen Display hier ein Schaden ist. Kann also auch sein, dass wenn das Gerät jetzt hier vielleicht elektrisch wieder ins Laufen kommt, dass dann hier das Display kaputt ist und hat sich die ganze Reparatur, die ich jetzt hier versuche, vielleicht erübrigt hat. Aber ich werde das Ganze trotzdem angehen, die Herausforderung nehme ich an. Und bei diesem Gerät handelt es sich hier um ein Medion TV, und zwar genau genommen um 42 Zoll LCD TV. Ich habe den Fernseher auch schon im Keller jetzt ein paar Tage stehen lassen und auch ordentlich trocknen lassen, bevor ich ihn jetzt aufmache. Da war also noch beim Schütteln hier und da ist dann überall noch so ein bisschen Feuchtigkeit rausgekommen. Und ich werde euch auch mal jetzt hier mit dem Handy ein paar Detailaufnahmen machen, wie nass das Gerät wirklich gewesen ist. Das sieht man nämlich ganz deutlich. Wenn man hier unten mal auf diesen Fuß guckt, ne, ist alles nass, mal abgesehen von dem ganzen Dreck und Staub. Ne, da sieht man hier so richtig die Wasserränder. Ja, und hier an der Seite, da sieht man so richtig die Laufspuren, wo das Wasser runtergelaufen ist. Ne. Und auf der Rückseite an dem Gerät, da gehen wir auch mal jetzt hier hin. So, da sieht man auch hier so richtig überall die Wasserränder, ne, und hier sind dann die Tropfspuren. Also hier ist das Wasser so richtig aus dem Gehäuse hier runtergelaufen, und der Tisch war auch komplett nass, wo die den stehen hatten. Also den wird es wohl richtig erwischt haben. Der ist natürlich auch ein bisschen dreckig, klar, das Gerät steht draußen, aber das soll uns jetzt hier nicht interessieren. Wenn wir den repariert bekommen, dann kriegen die den auch komplett sauber durchrepariert wieder zurück. Wie ist jetzt die Vorgehensweise bei der ganzen Geschichte? Klar, genauso wie auch bei meinem Video zu den Endstufen zum Beispiel, die abgesoffen sind. Gehäuse alles auseinandernehmen, Elektronik raus, erstmal pauschal alles sauber machen und reinigen und dann das Ganze erstmal wieder zusammensetzen und gegebenenfalls nochmal eine optische Sichtkontrolle machen, ne? Alle Stecker, alle Verbindungen und so weiter, ob man da eventuell feststellt. Ja, und wenn das nicht zum Erfolg geführt hat, dann geht man da so vor wie bei einer ganz normalen Fernsehreparatur. Man holt sein Messgerät raus und überprüft zum Beispiel Netzteil, Versorgungsspannung, Hintergrundbeleuchtung und so weiter und so weiter. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier dann zum Erfolg kommen. Dieses Mainboard hier hat jetzt den Platinenreinigungsprozess hinter sich. Da gehe ich jetzt hier im Detail nicht nochmal genauer drauf ein. Das würde das Video unnötig in die Länge ziehen. Wer da Informationen haben will, der kann natürlich mal hier auf den Link klicken. Das ist die Thematik mit diesen Verstärkern oder Endstufen, die ich da mal vorgestellt habe, und da gehe ich da auch detailliert auf diesen Reinigungsprozess nochmal drauf ein. Also bei Interesse, wie gesagt, da reinklicken. Und das Ganze ist jetzt hier fertig, und was ich jetzt hier schon gesehen habe, das ist hier an einer dieser Stelle, wo ich auch vermutet habe, eben schon, da ist dann hier dieses große IC, da wird wahrscheinlich irgendwie so ein Prozessor sein,
Und da sieht man hier so am unteren Rand, dass da immer noch so ein bisschen, ja, die Beinchen so ein bisschen schattig sind. Also da hat dieser Reinigungsprozess nicht so ganz gegriffen. Ich habe da auch eben schon hier mit der Lupenleuchte mal drunter geguckt. Und da sieht man ganz deutlich, dass genau an diesen Anschlussbeinchen, ja, ich will mal sagen, die Korrosion da ein bisschen eingegriffen hat. Das kann wirklich nur ein einzelner Wassertropfen gewesen sein, genau im falschen Moment an die richtige Stelle. Ja, und da ist natürlich hier so ein kleiner Prozessor dann natürlich mal ganz schnell ausgestiegen. Da gibt es dann irgendwie einen Übergangswiderstand zwischen zwei Ports. Ja, und das kann natürlich dann schon dazu führen, dass der Prozessor aussteigt. Ja, und dann das ganze Gerät hier im Prinzip sofort in die Knie geht. Ich habe hier auch schon in dem Netzteil eben gerade mal ein paar sachkundige Blicke drauf geworfen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass an diesem Stecker hier, der jetzt hier noch so lose drin hängt, hier oben so ein kleiner, ja, ich würde mal sagen, verfärbter Teil ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich den Stecker abziehe, dass da in dem Stecker auch noch ein bisschen Korrosion drin ist. Es kann nämlich wirklich sein, dass dann hier so ein Wassertropfen auch genau hier drauf gekommen ist und sich hier in diesen Stecker gesetzt hat. Ich werde aber jetzt hier diese Platinen noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das mache ich jetzt hier vorsichtig mit ein bisschen Lötpaste und mit ein bisschen Heißluft. Und dann werde ich die Beinchen noch mal vorsichtig abziehen, noch mal mit Alkohol reinigen. Mehr kann ich da nicht machen, noch mal mit der Lupe gucken. Ich habe leider im Moment keine Kamera, die jetzt so nah hier rangehen könnte, dass man diese Beinchen da sehen kann. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern, denn die Kamera, mit der ich das bisher gemacht habe, die ist jetzt in Rente gegangen. Und ich hoffe, dass ich bald so eine neue kriege, mit der man hier per USB, also so eine Art USB-Kameramikroskop, dass man an solche Sachen näher rankommt und dadurch auch für euch dann hier ein bisschen etwas interessanteren Content machen kann. Für solche Sachen gerade hier. Zum guten Schluss das Ganze dann noch mit ein bisschen Alkohol hier sauber machen. Dann noch mal mit der Lupe hier genau hingeguckt auf die Beinchen. Ja, das sieht perfekt aus. So muss das sein. Ich halte da noch mal ein bisschen in die Kamera. Man sieht das jetzt natürlich ein bisschen deutlicher. Da ist dann nämlich hier was heller geworden und diese ganzen Pinne hier unten, die sind jetzt schön sauber verlötet. Ja, mehr habe ich jetzt hier optisch an der Platine nicht feststellen können. Was hier so Lötstellen angeht und so weiter, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Bauen wir die erstmal wieder ein und dann widmen wir uns der Netzteilplatine und gucken mal, was dann passiert. Was ich jetzt wohl noch mache, bevor ich die Platine hier einsetze, da ist ja so ein spezielles Kontaktreinigungsmittel oder Pflegemittel. Ich weiß ja, dass das Gerät jetzt hier irgendwo Feuchtigkeit abbekommen hat. Auch wenn ich jetzt hier an diesen ganzen Steckerchen nichts gesehen habe, ist das nicht auszuschließen, dass natürlich hier im Gegenstück von dem Stecker vielleicht doch noch irgendwo, ich will mal sagen, Tropfen Feuchtigkeit drin ist oder irgendwas ein bisschen angegriffen ist, was jetzt zwar getrocknet ist, aber im weiteren Verlauf dieses Fernseherlebens hier vielleicht noch Korrosion entstehen kann, die dann wieder zum Ausfall führt. Da sprühe ich jetzt hier einfach ein paar Tröpfchen von diesem Kontaktgold rein. Das ist hier gerade für so Edelmetallkontakte ein optimales Reinigungs- und Pflegemittel und das verhindert absolut zuverlässig, dass solche Sachen hier entstehen. Ich denke, das sollte genügen und dann können wir jetzt das Mainboard wieder einbauen. Oh ja, und hier war meine Vermutung richtig. Hier in dem Stecker, da ist ein bisschen Feuchtigkeit noch drin. Ja, man sieht es, ja, hier ist ein bisschen nass. Da müssen wir jetzt auch direkt was gegen tun. Da gibt es nämlich auch so ein spezielles Mittelchen für. Das ist nämlich hier dieses Fluid 101. Das ist so was Ähnliches wie WD-40, wobei das jetzt hier speziell für die Elektronik ist. Also das sprüht man nämlich jetzt hier in den Stecker ein, weil ich kann den natürlich jetzt hier ein bisschen ausblasen, mache ich auch gleich und natürlich ein bisschen hier mit so einem Wattestäbchen von mir aus noch trocken tupfen, aber die letztendliche Gewissheit kriegen wir hier mit dem Spray. Dann werden wir jetzt hier vorsichtig in den Stecker reinsprühen und dann sind wir da nämlich auf der sicheren Seite, weil dieses Mittel nämlich absolut in jede kleinste Ritze reinkommt und wirklich Feuchtigkeit hier entfernt oder besser gesagt verdrängt. Dann lassen wir noch ein bisschen einwirken. Ich sage jetzt mal, die Einwirkzeit ist ja etwa so lange wie die Reinigungszeit hier für die Platine.
und dann müssen wir halt hinterher nur wieder rausspülen und dann kommt auch dieses Fluid mitsamt dem Reinigungsmittel wieder aus dem Stecker raus und dann kommt zum Schluss hier dieses Kontaktgold rein und dann dürfte dieser Stecker mit Sicherheit auch wieder gerettet sein. Und was ich auch noch sehe, was hoffentlich nicht zu einem ursprünglichen Problem geführt hat, hier ist so ein kleiner Kondensator, der hat so ein bisschen einen braunen Rand und wenn ich hier mal so gucke, zeige ich euch gleich mal aus der Nähe, dann ist hier unten so ein bisschen der Draht, der darunter ist, ein bisschen angefressen. Das deutet natürlich darauf hin, dass hier dieser Kondensator eventuell ein bisschen ausgelaufen ist oder natürlich auch an dem Kondensator ein Wassertropfen draufgekommen ist, der da hier runtergelaufen ist und dann hier dieses Drähtchen so ein bisschen beschädigt hat. Und hier auf diesem kleinen Übertrager, da sieht man hier im Staub, ne, da ist so ein kleiner, etwas hellerer Punkt, als wenn genau da auch so ein Wassertropfen so, ne, draufgeplatscht ist. Wir machen alles sauber und dann wissen wir mehr und dann können wir auch mehr zu sagen, was jetzt letztendlich die Ursache war. Ja, die Platine ist jetzt hier ziemlich staubig, aber so ist direkt ein Problem durch Wasser, kann ich auch hier nicht erkennen. Was ich aber erkennen kann ist, also ich weiß nicht, ob ich hier einen Knick in der Optik habe, aber diese Transistoren oder besser gesagt, das ist hier, wenn ich das richtig sehe, eine Doppeldiode und ein Transistor. Und diese Doppeldiode hier, also wenn man hier so ein bisschen mal schräg drauf guckt, würde ich mal sagen, dass hier auf der Ecke das eine Beinchen hier, das hat schon so eine leichte kalte Lötschelle hat. Ja, wer weiß, ob das irgendwann schon mal aufgefallen ist, ne? Ob das Ding vielleicht einen Wackelkontakt hatte. Hat der Besitzer mir aber nichts von erzählt. Egal. Löten wir also nach. Und was ich auch noch sehe, ist, dass hier an dieser Diode, das ist aber jetzt nicht schlimm, die wird wahrscheinlich mal ein bisschen warm geworden sein. Da ist hier das Lötauge so ein bisschen blass geworden. Da ist so das Vorstadium kalte Lötstelle. Das arbeiten wir auch mal nach. Ja, und diesen Kondensator hier. Gut, da kann ich jetzt erstmal nichts erkennen. Das ist ein 47 Mikrofarad Elko. Den werde ich natürlich auch mal direkt mit ersetzen. Aber erstmal gehen wir das Ding jetzt sauber machen und dann machen wir die Lötarbeiten. Ja, so sieht das Ganze gereinigt aus. Ne? Ist wieder perfekt, fast wie neu geworden. Und ich habe auch noch was beim Reinigen gesehen. Da ist nämlich hier noch ein Kondensator. Der sitzt hier vorne. Der hat schon, ja, ich will mal sagen, leichte Anzeichen dafür, dass er bald dicke Backen kriegt. Und den mache ich jetzt auch noch neu. Und wenn wir schon einmal dabei sind, ne, ich glaube, das ist einer dieser älteren Netzteilplatinen. Da werde ich hier diese anderen zwei, drei Elkos, die ja sitzen, die ja nun nicht die Welt kosten, direkt mit gleich wechseln. Und ich werde die jetzt auch nicht großartig durchmessen. Ich mache die einfach neu, die kosten ein paar Cent. Und dann sind wir hier auf der sicheren Seite. So, dann haben wir den raus. Aber irgendwie will er trotzdem nicht. Wenn er frei gelötet ist, kommt er nicht raus. Dann mache ich ihn noch mal ein bisschen warm. So, da haben wir den Kameraden hier raus. Ja, das Ganze sieht echt wieder schön aus, ordentlich nachgearbeitet. Jetzt habe ich hier nur noch die beiden Drähtchen von den Kondensatoren, die ich abkneifen muss. Und an dieser Stelle noch einen kleinen Expertentipp von mir. Wenn ihr solche Bauteile hier einbaut, klar, müssen natürlich die Beinchen abgekniffen werden. Und das machen die meisten Elektroniker ja auch richtig und zwar auch mit einem passenden Seitenschneider dafür. Aber es gibt so, ja, wie soll ich sagen, so Hobby möchte gerne Elektroniker, die natürlich auch ihr Glück versuchen und das auch erfolgreich schaffen. So habe ich auch mal angefangen. Aber die machen das nicht mit dem richtigen Seitenschneider. Und das hat den Nachteil, dass wenn man dann so ein Beinchen abkneift, ne, dass man dann auch häufig schon mal die Lötstelle mit beschädigt bzw. Immer ein Rest von dem Beinchen stehen bleibt. Und das hängt damit zusammen, wie der Aufbau von so einem Seitenschneider ist. Wenn man hier mal so drunter guckt, ne, der ist von der Unterseite komplett flach und das ist so ein sogenannter Dreiecksschnitt oder Deltaschnitt, den dieser Seitenschneider hat. Das heißt also, wenn man hier so ein Beinchen abkneift, ne, dann ist das auch wirklich bündig weg und das bleibt hier bei diesem Modell auch drin stehen und springt nicht weg. Das heißt, das kann also auch nicht in die Schaltung irgendwo reinfallen. So sieht das Ganze denn aus. Und da sollte man auch unbedingt darauf achten, wenn man gerade mit so Platinen arbeitet,
die jetzt wie hier, ich will mal sagen, relativ nah hier auf der Gehäuserückwand, die aus Blech ist, anliegen. Da kann nämlich sein, wenn man hier so ein Beinchen hat, was ein bisschen länger ist und das jetzt zum Beispiel hier auf der Primärseite von so einem Netzteil ist, dass es da nämlich einen sogenannten Funkensprung gibt. Ja? Und dieser Funkensprung, der ist dann nicht bei 230 Volt, sondern wenn die Spannung gleichgerichtet ist, dann können das auch schon mal 350 bis 370 Volt sein, die dann hier auf der Primärseite an so einem Ladeelko anliegen. Ne? Wenn man dann hier irgendwo so ein paar Bauteile tauscht und dann mit so einem, ich will mal sagen, schlechten Seitenschneider die Beinchen nicht richtig abkneift, ne? Dann kann das hier zu dem Funkenübersprung kommen. Ne? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist auch, der Kniff, der ist nicht besonders sauber und man hat hier halt immer noch die Reste stehen. Also man hat natürlich eine relativ, ich würde mal sagen, scharfe Kante hier teilweise an manchen Bauteilen. Ich zeige euch mal, wie so ein normaler Elektronik-Seitenschneider aussieht. Den man dafür nicht verwenden sollte. Das ist nämlich hier so ein Modell. Der wird zwar auch bei vielen Versendern als Elektronik-Seitenschneider angeboten, der ist aber absolut ungeeignet. Der hat zwar hier so eine relativ gute, wertige Spitze, der hat aber dann auf der Gegenseite, das sieht man hier ganz deutlich, nämlich so eine Einkerbung. Und der hat den sogenannten Spitzkniff oder Kantenkniff, heißt das, glaube ich, in manchen Katalogen. Und der ist hier für ungeeignet. Also deshalb nochmal hier diese Thematik. So, genug gesabbelt, rein das Ding jetzt hier, gucken, ob die Kiste läuft. Hier eine Stecker, zum Schluss nochmal gute Kontakt 2000 rein. So, hier schön den Stecker rein. In der Videobeschreibung habe ich euch die ganzen Produkte hier verlinkt, also das Spray hier und auch mal so einen relativ günstigen kleinen Elektronik-Seitenschneider. Da habe ich immer mehrere von. Die haben jetzt keine hohe Standzeit, weil die eine relativ weiche Klinge haben. Aber die sind total handlich und die sind auch wirklich, ich will mal sagen, messerscharf. Und die machen hier schon seit Jahren bei mir super, super gute Arbeit. Und ich möchte die noch nicht mehr missen. Ich habe euch auch hier mal Ersatzkondensatoren, so Sortimente, da in die Links mit reingepackt. Heißt also, wenn ihr mal euer Netzteil wirklich mal von der Kondensatorenpest befreien wollt und ihr so ein Netzteil habt, wo das zum Tragen kommt, dann könnt ihr gerne mal hier unten in die Videobeschreibung reinklicken und euch dann dort die Produkte anschauen und gegebenenfalls bestellen. Zum Schluss noch das Inverterboard hier dran. Und dann können wir den eigentlich mal ausprobieren. Das Inverterboard, das lasse ich jetzt so, da habe ich jetzt nichts dran gemacht. Erstmal, weil ich da nichts sehe dran, weil ich das tun müsste. Und zweitens mal, weil das relativ, ich will mal sagen, einfach von der Ansteuerung her ist. Dann kriege ich nämlich hier oben nur Plus und Minus und dann kommt einmal eine Power-On-Spannung und noch einmal die Dimm-Spannung, also für die Helligkeitsregelung, und mehr ist da nicht. Das heißt also, wenn das Ding Strom kriegt und funktioniert, ist alles gut, und wenn das Ding nachher nicht funktioniert, dann gehen wir natürlich nochmal hin und können hier messen, und selbst wenn hier was kaputt ist, da sind nur grob so ein paar dicke Transistoren und so ein Steuer-EC, der Rest sind eh diese Inverterspuren hier, die sind eh vergossen und mehr ist das nicht. Das heißt also, wenn das Ding nachher im Eimer ist, werde ich da wohl nicht viel dran machen können, außer vielleicht die Transistoren tauschen und dieses IC hier mal überprüfen. Aber die Dinger sind so billig, dann ist billiger, sich hier für 15 oder 20 Euro ein Gebrauchtes zu besorgen, als sich hier die Mühe zu machen, einen Fehler zu suchen. Da ja vermutlich hier oben irgendwas Wasser reingekommen ist, gehe ich jetzt nochmal hin und mache diesen Stecker hier, der zum Display führt, raus. Hier oben ist ein Blech drüber. Das heißt also, wenn jetzt hier wirklich Wasser von hier oben reingekommen ist, weil ich nicht glaube, denn der Staub hier, der verrät mir, dass hier kein Wassertropfen drauf gekommen ist. Da würde das Wasser sowieso hier drüber laufen und würde dann hier irgendwo im Prinzip auf die Elektronik auftreffen, was ja auch so passiert ist. Aber den Stecker hier nehme ich mal raus. Dann kann ja sein, dass da vielleicht irgendwie so ein bisschen Feuchtigkeit dran kleben geblieben ist. Und dann mache ich hier auch nochmal dieses Kontaktpflegemittel rein, um dann da zu gewährleisten, dass das hier nicht zu irgendwelchen Kontaktproblemen kommen könnte. Gut, dann schalten wir den Haufen mal ein. Hat ja zum Glück einen Netzschalter, was ich immer sehr positiv finde. Da kann man so ein Gerät auch wirklich dann vom Netz nehmen, wenn man zum Beispiel mal in Urlaub fährt oder wenn man ein totaler Energiesparer ist. Was aber bei so einem Gerät messtechnisch wirklich nicht viel ausmacht. Gerade jetzt mit dieser Energiethematik, die ja wieder neu aufgepoppt ist, da kriege ich viele Anfragen, ob das was bringt,
wenn man jetzt den Fernseher nochmal zusätzlich über so eine Steckdose ausmacht oder jedes Mal hier ist der Buy-on-Off-Knopf wirklich mechanisch da betätigt, also das Gerät vom Netz nimmt. Diese Geräte, die haben so eine Zertifikation, das heißt, die dürfen ab einem gewissen Baujahr im Standby nur noch eine gewisse, ich will mal sagen, Standby-Reststromaufnahme haben. Die ist je nach Bildschirmgröße und ich glaube, Herstellungsland ist da wirklich tatsächlich von abhängig, beziehungsweise Land, wo das Gerät drin vertrieben wird. Da müsste ich mal genau den Gesetzestext nochmal nachlesen. Da gibt es da unterschiedliche Angaben, die sind irgendwo bei 0,3 bis 0,8 Watt, die so ein Standby-Netzteil heutzutage mit aktiver PFC verbrauchen darf. In der Praxis ist das so, ich habe so ein Messgerät, wo man damit überprüfen kann. Das ist zwar sehr alt, aber das ist sehr genau. Die sind teilweise sogar noch unter den 0,3 Watt. Die machen teilweise so eine Peak-Regelung mit dem modernen, ich weiß gar nicht, wie heißen die, SMPFS. Schreibt mir in die Kommentare rein, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, aber das sind die moderneren Power-Controller. Die pulsen den auch nur an. Das heißt, da kann man dann wirklich die Nadel sehen auf dem Messgerät, wie die wirklich nur impulsweise mal so kurz an die 0,8 Watt rangeht. Das heißt, die tatsächliche Stromaufnahme ist noch viel geringer. Das heißt also, wenn so ein Fernseher jetzt, sage ich mal, 365 Tage im Jahr auf Standby steht, ja, ich weiß nicht, über was wir da reden, 3, 4, 5 Euro, wenn das nicht schon übertrieben ist. Ne? Also das ist total überflüssig. Ne? Und was, den Stromverbrauch jetzt beim Betrieb angeht, ja, das hängt natürlich dann entscheidend von der Bildschirmgröße ab und was er da für eine Technik hat. Ne? Dass so ein alter Plasmafernseher natürlich eine energieverschwendende Bombe ist, ne? Das ist auch klar. Und so ein moderner LED-Fernseher, die sind schon im Prinzip dafür, was sie an Helligkeit bringen, sind die schon vom Energieverbrauch ganz okay, sage ich jetzt mal. Ne? Ich hoffe mal, dass der jetzt hier irgendwie ein Lebenszeichen von sich gibt. Am Netz ist er ja eingeschaltet, ist er auch. Hier hinten sehe ich jetzt erstmal nichts. Ich gucke mal hier nach vorne. Da sehe ich leider auch kein Standby-LED. Und ja, ich kann jetzt mal gucken, der hat jetzt hier so Sensor-Touch-Tasten. Greife ich jetzt hier mal so mit der Hand so ein bisschen rum. Ja, die erwische ich jetzt leider nicht. Doch, da ist er. Nee, er reagiert nicht. Also der geht schon mal nicht an. Gut, ja, was machen wir? Wir nehmen natürlich erstmal ein Messgerät und gucken mal, was jetzt hier mit dem Netzteil ist. Ne? Diese festen Netzteile, die sind natürlich super gängig und wenn ihr mal so ein Netzteil habt, ne, der kriegt ihr natürlich im Internet mehr oder weniger in wenigen Sekunden einen passenden Schaltplan. Den habe ich jetzt hier schon hinter mir auf dem PC eingeblendet, sodass ich jetzt nur mal so ein bisschen rüberschielen muss und hier so ein paar markante Punkte abmessen kann, um dann zu gucken, wo die Betriebsspannung hier anliegt oder auch nicht. Erste, was ich jetzt mache, ist direkt am Netzeingang, ne, direkt hinter dem Gleichrichter hier an der Diode. Da müsste jetzt eine Spannung von 345 Volt anliegen. Das ist hier nicht der Fall, sehe ich schon. Okay, dann gehen wir mal direkt hier an den Gleichrichter dran. So, einmal da und einmal da. Da ist auch nichts. Dann gehen wir jetzt mal in den Messbereich AC. Da gucken wir jetzt erstmal, ob hier vor dem Gleichrichter AC ist. Da ist auch nichts. So, also wir nochmal am Schaltbild gucken. Okay, dann müsste ich jetzt mal hier an diese kleine Drahtbrücke dran und hier an diesen, ich glaube, da ist ein Temperaturschutzschalter oder ein Thermistor oder ein Kaltleiter. Was ist denn das hier? Kann man schlecht erkennen. Und das ist hier so eine Kurzschlusssicherung, also so eine automatische Sicherung, die springt rein, wenn ein Kurzschluss ist. Und dann muss man den vom Netz trennen und dann ist die sozusagen reversibel und dann ist die wieder einsatzbereit. Und was ich aber sehe ist, das Ding ist schon total verkohlt. Das habe ich gar nicht beachtet. Heißt also, hier müssen wir nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Da habe ich irgendwas übersehen. Ich habe das nochmal hier mit dem Schaltplan kurz verifiziert. Also ist schon fast richtig. Da handelt es sich hier bei diesen beiden kleinen grünen Bauteilen. Ich gehe da mal näher mit der Kamera dran, um so Thermistoren mit so einer Kaltleitereigenschaften. Und das machen die Hersteller ganz gerne hier an dieser Stelle, um erstmal so eine Art Kurzschlussschutz zu erreichen. Dann gehen die damit hin und reduzieren natürlich den Anlaufstrom. Ne? Und die gehen natürlich auch damit hin und machen so eine Art zusätzliche Sicherung. Ja, und die Dinger kann man jetzt im Prinzip durch ganz einfaches Messen mit Hilfe eines Durchgangsprüfers hier checken.
Da müssen die einfach auf Durchgang gehen. Dann sollte man da erstmal sicher sein, dass die nicht kaputt sind. So, der ist hier in Ordnung. Der hier ist auch in Ordnung, denke ich mal. Jawohl. Der piepst auch, genau. So, jetzt gehen wir hier nochmal an diesen PTC-Fuse dran. Also das Ding hier hat anscheinend doch noch irgendeine Macke. Da bin ich aber jetzt mal ganz brutal, da ich natürlich die Aufgabe von dem Ding kenne und jetzt noch Möglichkeiten habe, hier Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, indem ich den Fernseher nämlich jetzt hier über so einen Trenntrafo anschließe, wo ich die Leistung begrenzen kann. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz brutal hin und werde jetzt, um zu gucken, ob das Ding anspringt, nämlich hier hinten eine Drahtbrücke drauflöten und das dann einfach nochmal probieren. Und wenn das Ding dann sich anders verhält, da kann ich das Ding immer noch bestellen, denn ich habe so ein Teil jetzt nicht passend gerade hier in der Bastelkiste liegen. So, schnell eben hier Drähtchen drunter gelötet und jetzt kommen die Stecker wieder drauf und dann versuchen wir das nochmal. Gut, so, Trafo ist an. Ne, so, Trafo ist an und wir schalten mal ein Netz ein. Ah, da höre ich irgendwas leise zischen. Kein vertrautes Zischeln, aber es qualmt nichts, es brennt nichts, es zischelt nur so ein bisschen. Ja, das können hier diese Übertrager sein. Ne? Das Netzteil wird wahrscheinlich doch noch irgendeinen Fehler haben. Aber wir gucken mal. Wir messen das natürlich erstmal, dann wissen wir das genau. 7er, genau hier dieser, der soll nämlich 24 Volt haben. Das kann man jetzt so schlecht sehen, aber das Multimeter zeigt mir 24 Volt an. Und jetzt ist hier unten noch einer, der soll, ah, da sind diese 7,2 Volt. Die sind also auch da und da muss jetzt hier noch einer sein, der hat 5 Volt. So, und die 5 Volt, die sind jetzt nicht da. Gut. Das Gerät hat also noch irgendeine Macke. Jetzt müssen wir mal einen weiteren Blick ins Schaltbild werfen. Und da ist halt so, diese 5 Volt, die hier fehlen, die kommen jetzt hier aus der Richtung, wo ich auf diesen Kondensator gewechselt habe. Die werden allerdings hier vom Mainboard aus über diesen Transistor, der hier drauf ist, über diesen Transistor hier nochmal zusätzlich an- und ausgeschaltet. Und darüber geht auch irgendwie eine Leitung hier zu dem Stecker, wo die Hintergrundbeleuchtung dran ist. Okay, das messen wir auch nochmal. Gucken wir mal, was da das Problem ist. So, dann kriegt er hier auf dieser Leitung, die ist jetzt hier mit 13 beschriftet, das ist hier, da soll dieses Power-On-Signal kommen. Ist jetzt nichts. Jetzt gehe ich mal hier auf der Vorderseite, drücke nochmal den Knopf für Standby. Dann gehen wir nochmal auf Pin 13. Naja, das ist immer noch nichts. Also mit diesen 5 Volt oder STB, PB, 5 steht da drauf, nehme ich mal, das heißt 5 Volt stehen bei Power On. Die kommen jetzt hier von dem Mainboard, die gehen jetzt zum Netzteil rein und damit schaltet er wahrscheinlich noch irgendwie die Spannung um und startet die Hintergrundbeleuchtung oder wie auch immer. Das funktioniert nicht richtig. Und diese 5 Volt, die kommen jetzt hier über so einen kleinen SMD-Transistor, der auf der Unterseite hier in der Nähe von diesem Prozessor liegt, dann an diesen Pin dran. Heißt also, ich muss jetzt hier nochmal die Platine ausbauen und nochmal von unten gucken, wo das Problem ist. Ich hoffe, dass ich dann da was finde, dass das vielleicht irgendwie dann angeht. Ich werde außerdem nochmal hier die Beinchen von dem Prozessor checken. Da kann man ja auch hingehen, wenn man keine passende Kamera hat, nimmt man sein gutes Handy und fotografiert hier mal so die Beinchen so ein bisschen ab. Je nachdem, wie man das Handy hält, hat man ja so ein bisschen Licht mit Schatten und dann kann man das hier mit dem Silberlot und der Platine im Hintergrund relativ gut eigentlich sehen, ob die Beinchen alle hier ordentlichen sauberen Kontakt haben. Wenn man das Ganze dann anschließend hier vergrößert. Oh, ich glaube, das war die richtige Idee. Also hier sehe ich noch was. Also hier ist ganz klein an der Ecke hier von dem Prozessor, also genau auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich hier ja, vermutlich diesen Korrosionsschaden hatte. Das sind auch noch zwei Beinchen oder drei.
Da ist irgendwas, ich will nicht sagen verbunden, aber das sieht so ein bisschen komisch aus. Ich gehe da nochmal mit der Lupenleuchte ein bisschen näher dran, ob man das da sehen kann. Naja, man kann das erahnen. Ich werde jetzt mal hier die feine Nadel von der Messspitze nutzen und werden erstmal gucken, ob die Beinchen alle fest hier an dem Board festgelötet sind oder ob da vielleicht irgendwas zwischen diesen kleinen Beinchen ist, was dazu führt, dass das hier keinen Kontakt kriegt. Und was ich jetzt auch noch sehe, dann ist direkt der Anschluss, wo der Quarz ist. Also der Haupttaktquarz von dem Prozessor. So, ich kratze das hier mal so ein bisschen raus. Ja, da ist irgendein Knöß drin. So, dann habe ich es mal ein bisschen freigekratzt. Nehme ich nochmal ein Pinselchen. Mache das hier nochmal ein bisschen sauber. So, dann nehme ich jetzt hier mal so eine Briefmarkenlupe. Und da gucke ich dann nochmal ganz, ganz genau hin, ob das da jetzt an der Stelle besser geworden ist. Da ist überall so ein komischer Knöß dran. Das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Okay, dann machen wir jetzt mit ein bisschen Alkohol mal sauber. Gucken wir mal, ob das dann zum Erfolg führt. Da probieren wir das Ganze noch mal aus und gucken, was jetzt passiert. Vielleicht haben wir ja doch noch letzter Sekunde hier mit der Geschichte Glück. Ding ist erstmal wieder an. Man hört da letzter ja so ein bisschen piepen. Man sagt piepen. Ah, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht so richtig. Aber gut, dem beschenke ich jetzt erstmal keine Beachtung, weil die Spannungen waren ja da soweit. Ne? Das war ja nicht verkehrt. So, jetzt gehen wir hier nochmal an den besagten Pin dran. Glaube ich 13 war das. So. Also Messgerät mal einschalten vorher. So, da haben wir jetzt hier 3,41 Volt anliegen, wo wir vorher nichts hatten. Hm, das ist gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das hat hier an der Stelle gelegen, wo der Knöß drin war. Jetzt gehe ich nochmal hin mit der Messspitze und gucke nochmal hier im einen Pin. Ja, die Standby-LED, die sehe ich jetzt hier von der Rückseite, mit unserem kleinen Platinenteil. Und was mir auffällt, was die eben nicht gemacht hat, die blinkt. Und dieses Blinken, ich glaube, da kann man bei manchen Geräten nachgucken, ob es sich da um Fehlercode handelt. Denn die hört nämlich hier 3, 4, ja, jetzt hat sie aufgehört, jetzt bleibt die dann auf dauerhaft rot, so jetzt fängt die wieder an. Die blinkt viermal und da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe jetzt hier zu diesem Mainboard leider keine passende Beschreibung da, aber da ich ja weiß, zu welcher Gruppe von Samsung-Fernsehern dieses Mainboard gehört, gucke ich da jetzt mal nach, weil ich da finde, ob da eventuell ein Hinweis auf diesen Blinkcode angegeben ist. Ja, ich habe da mal kurz recherchiert, jetzt mal auf die Schnelle, diese vier Blinkzeichen, die heißen eigentlich gar nicht so viel, die heißen eigentlich nur so viel wie, zieh mal einen Stecker raus, mach mal ein Reset, starte das Netzteil neu, ich bin gerade im Boot-Modus oder irgendwie sowas. Das kriege ich nicht richtig übersetzt. Da gibt es mit Sternchen zu verschiedenen Netzteiltypen anscheinend auch verschiedene Lösungen, die hier angegeben sind. Also das ist halt sehr schlecht, wahrscheinlich von irgendeiner Sprache hier aus dem Internet ins Englische übersetzt. Da muss man immer so ein bisschen, ich will mal sagen, aufpassen, was die da übersetzt haben. Bringt mich also nicht wirklich weiter. Ja, aber trotzdem gehen wir mal hin und schalten den Fernseher einfach mal aus und wieder an. Ne, machen mal hier so eine Art Netzteil-Reset. Ja, Standby-LED ist an, blinkt auch nicht mehr. Also es ist eine Veränderung aufgetreten. Ja, muss ich jetzt mal gucken, ob ich den irgendwie vielleicht auch mit der Fernbedienung hier mal gestartet kriege. Nehme ich einfach mal die jetzt hier. So, ich höre den Trenntrafo lauter brummen. Das heißt also, das Ding hat zumindest hier auf die Fernbedienung reagiert. So, jetzt blinkt der hier wieder mit dieser Standby-LED. Das ist irgendwie eine total komische Geschichte, finde ich. So, jetzt geht die Standby-LED aus. Oh, jetzt hat die Hintergrundleuchte gestartet. Jetzt ist auch das Summen weg. Jetzt höre ich hier die Inverterboards. Und man sieht jetzt hier ganz leicht hier so ein bisschen, dass die Hintergrundbeleuchtung an ist. Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir kommen dem Ziel hier doch noch näher, dass wir den Fernseher hier vielleicht doch noch ins Laufen bekommen. Jetzt riecht er hier so ein bisschen komisch verbrannt. So ganz leicht. Aber ich sehe jetzt nichts hier. Ich hole mal schnell meinen Infrarotthermometer.
Und da gucken wir mal, ob hier irgendwas übermäßig warm wird. Trendtrafo hier, der brummt auch ziemlich laut, was darauf hindeutet, dass der Fernseher hier eine relativ hohe Last erzeugt. Man kennt ja so seine Geräte, also das ist jetzt hier eigentlich nicht normal, dass der hier brummt, der Trendtrafo. Das deutet darauf hin, dass hier wirklich irgendwas relativ viel Strom zieht. Jetzt will ich natürlich nicht hier im laufenden Gerät unter Spannung mal eben hier meine Hand dran halten, weil da kann mir sein, dass ich jetzt hier trotz Trendtrafo eine gewischt bekomme. Und dafür habe ich hier so ein Infrarotthermometer. Und da kann man nämlich hier schön auf die Bauteile drauf gehen, die schön hier kontrollieren, ob da irgendwas warm wird. 30 Grad ist alles total normal. Hier so ein Infrarotthermometer hatte ich euch ja schon mal in einigen anderen Videos gezeigt. Lohnende Investition, kostet ein paar Euro, kann viel. Habe ich glaube ich auch schon mal in einem meiner Produktvideos vorgestellt. Also für solche Aktionen hier, da liebe ich dieses Thermometer. Der Geruch ist jetzt auch ein bisschen weggegangen. Vielleicht war ja irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit oder noch ein Rest von dem Platinenreiniger drin, der jetzt hier verdampft ist oder wie auch immer. Erstmal ist das jetzt hier so weit, dass ich nicht mehr weiß, was ich hier noch tun soll. Ich habe den jetzt nochmal hier ein ausgeschaltet, auch mal vom Netz genommen, also mal wirklich mir hier die Stromversorgung mal abgezogen, alle Stecker kontrolliert. Irgendwie ist mir das Ganze so ein bisschen gespenstisch hier bei dem Gerät. Also Hintergrundbeleuchtung ist da. Mal blinkt diese Standby-LED, mal wieder nicht, dann ist die rot. Dann reagiert es auf die Fernbedienung, geht irgendwie anscheinend an. Und dann hat man irgendwie den ein oder das Gerät, ja, ist an, aber irgendwie kommt da nichts. Also Netzteil, Spannungen sind alle da. Mainboard hier scheint soweit auch zu funktionieren, dahingehend, dass der das Netzteil startet und die Hintergrundbeleuchtung geht auch an. Ja, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Komisch dahingehend, dass natürlich wirklich hier eventuell das Display wirklich kaputt ist, dass er einfach auf komplett dunkel bleibt. Wenn man auch hier vorne guckt, man sieht auch nichts, dass dann irgendwie so ein bisschen, ich sag es mal, leuchtet. Weil wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist, so ein bisschen schimmert das ja immer durch. Das ist hier irgendwie nicht der Fall. Trotz alledem mache ich jetzt nochmal ein Experiment. Ich schließe jetzt hier mal auf die HDMI-Buchsen mal hier so einen Amazon Fire TV Stick an. Dass er vielleicht auf die HDMI-Buchse reagiert, wenn ich den Stick hier starte. Weil bei manchen Geräten, die haben so eine Autostartfunktion und da kommt auf jeden Fall Bild. Vielleicht ist ja auch irgendwas hier noch mit dem Tuner oder mit irgendeinem Anschluss hier nicht in Ordnung. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, war die Reparatur jetzt nur dahingehend erfolgreich, dass wir das Netzteil und das Mainboard hier anscheinend irgendwie doch ans Laufen bekommen haben. Ja, aber das Display dann wirklich hier mechanisch wahrscheinlich oben an weggekriegt hat, weil ich jetzt so messtechnisch hier nicht weiter groß überprüfen kann. Es gibt die Möglichkeit, wenn man jetzt ein anderes Display hat, was auch diesen, ich glaube, LVDS-Port hat, dann kann man hingehen und den Stecker abziehen. Der ist nämlich kompatibel. Und dann ähnlich wie beim Monitor, VGA-Stecker tauschen, dann hat man auf jeden Fall ein Bild. Aber die Möglichkeit habe ich jetzt hier gerade nicht. Okay, nehmen wir den TV-Stick, dann drehe ich das Gerät mal rum und dann werden wir den Versuch dann nochmal machen. Jetzt kann man auch gleich mal sehen, wenn ich ihn einschalte, dieses Verhalten hier mit dieser roten Standby-LED. Ja, lass mal einschalten das Ding. Ah ne, ich muss hier erstmal Strom einschalten. Netzschalter, hoffentlich komme ich da dran. So, jetzt aber. So, jetzt blinkt das Ding nämlich hier. Fernseher ist eingeschaltet. Ah, was war das? HDMI? Fernbedienung wird nicht erkannt. Ey, der hat Bild! Läuft! Die Kiste läuft! Ah, wie geil! Was ist denn das für ein Fehler? Hä? Warum hat das Ding denn die ganze Zeit geblinkt? Sehr merkwürdig. Ja, Ziel erreicht, also Display sehe ich jetzt hier, der nicht kaputt ist. Wunderbar. Dann probiere das Ding nochmal aus. Jetzt gehe ich mal eben hier in die Einstellungen rein. Vielleicht ist da irgendwas verstellt. Menü. So. So, Hintergrundbeleuchtung, Automatik. Ah, Energiesparmodus. Ja, ich glaube, da war was. Ja, ich vermute mal, da war irgendwas hier mit diesem Energiesparmodus war da eingestellt. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, weshalb der hier sich so komisch verhalten hat. Ja, da freue ich mich natürlich, dass das Gerät doch noch funktioniert. Und die Reparatur ja doch noch zu einem guten Ende gekommen ist und sich die ganze Arbeit gelohnt hat.
weil ich hatte jetzt irgendwie schon so ein bisschen, ich will mal sagen, das Gefühl, dass das Display jetzt hier im Eimer ist, weil es natürlich hier oben so eine mechanische Beschädigung hat. Ne? Da sieht man allerdings jetzt hier nichts von, aber das heißt ja nichts, weil manchmal sind die Displays auch irgendwie kaputt, ohne dass man das sieht. Ne? Da hat man einfach kein Bild mehr. Ne? Ja, hier aber in dem Fall ist das nicht so. Hier freut sich also jemand, dass er sein Fernseher wieder zurückbekommt. Ich sag mal an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und wenn der Content hier für euch gut war, ne, wisst ihr ja, Daumen hoch. Ja, und ihr findet mich ja bei Facebook, Instagram und so weiter. Läuft ja gerade hier alles durch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.